Die Hochschule Furtwangen ist bekannt als Innovationsstandort. Innovativ sind auch ihre neuen Studiengänge. Einer davon, der bundesweit einmalig ist, ist der Studiengang Angewandte Gesundheitswissenschaften. Rund um das Thema Gesundheit entstehen im Moment neue Berufsfelder und neue Berufsbilder. Wir rechnen damit, dass sich diese Zahlen der älteren Bevölkerung über 65 Jahre in den nächsten Jahren verdoppeln werden. Und dadurch ergeben sich völlig neue Herausforderungen zu der Frage, wie werden diese Menschen, die 65, 75 oder auch noch über 90 Jahre alt werden, denn in Zukunft leben? Wir versuchen durch unsere besonders breite interdisziplinäre Ausbildung hier Experten für Schnittstellen im Gesundheitswesen auszubilden, die also dazu beitragen können, verschiedene Gräben zwischen den Professionen zu überbrücken, beispielsweise bei der Frage, wie können neue technische Assistenzsysteme gestaltet werden, zwischen den Entwicklern dieser Systeme, Ingenieuren, Informatikern auf der einen Seite und den Betroffenen oder Experten aus dem Anwendungsfeld, beispielsweise Pflegern, zu vermitteln und so dazu beizutragen, dass eben aktiv diese Lösungen mitgestaltet werden können von den Betroffenen. Für jemanden, der sich jetzt sehr stark dafür interessiert, wie behandle ich kranke Menschen, für den ist sicherlich das richtige, Medizin zu studieren. Wer sich aber Gedanken macht, wie funktioniert die Zusammenarbeit beispielsweise zwischen Medizin und Pflege in einem Krankenhaus, wer sich Gedanken machen möchte darüber, wie können Unternehmen, wie können Kommunen Gesundheit gestalten, Gesundheit fördern für ihre Mitglieder. Und wer sich vielleicht auch die Frage stellt, wie können technische Systeme dazu beitragen, Gesundheit effizienter zu machen, für den ist eben unser Studiengang Angewandte Gesundheitswissenschaften das Richtige, weil wir eben versuchen, einen sehr breiten Blick aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema Gesundheit einzunehmen. Die Studenten kriegen ein sehr breites Wissen in verschiedenen Bereichen. Zum einen einen großen, guten Überblick in den Gesundheitswissenschaften, aber auch in anderen sehr, sehr wichtigen Themen, die gerade in Zukunft immer wichtiger werden, nämlich Ambient Assisted Living und auch viele Bereiche, die das Gesundheitssystem betreffen. Wir haben einen Mix aus Themen, die aus der Medizin kommen, beispielsweise physiologische Grundlagen. Wir haben Themen, die aus den Pflegewissenschaften kommen. Wir haben Themen, die aus dem Pflegemanagement kommen, ökonomische Themen, Themen aus dem Bereich der Soziologie, der Sozialpsychologie und aber eben auch Themen, die aus dem Bereich der Technik kommen. Durch das, dass es interdisziplinär angelegt ist, kann man sich einen sehr guten Überblick verschaffen über das ganze Gesundheitswesen. Dieses Studium hat einen sehr hohen Praxisbezug. Die Studenten lernen im Prinzip ab ersten Semester die beruflichen Anforderungen kennen. Sie sind in sehr praxisnahe Projekte eingebunden, wo sie auch führende Rollen spielen. Und ich finde das ganz hervorragend. Und ich merke auch jetzt schon, dass Studenten, die erst im dritten Semester sind, schon sich wirklich sehr gut bewähren in Arbeitskreisen und in Praxisprojekten. All diesen Punkten, dort wo verschiedene Berufsgruppen, die es traditionell heute schon gibt, zusammenarbeiten müssen, dort können unsere Absolventen tätig werden und diese Schnittstellen besetzen, weil sie eben einen breiteren Blick auf das Thema haben als die klassischen etablierten Berufsgruppen. Aufgrund der Neuartigkeit und der einzigartig interdisziplinären Ausrichtung dieses Studiengangs sind die Chancen unserer Studenten auf dem Arbeitsmarkt sehr gut, da der Bedarf nach genau solchen Leuten sehr groß ist. Die Absolventen und Studierenden des Studiengangs Angewandte Gesundheitswissenschaften werden in diesem Studium perfekt auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereitet.